Landauf, Landab wird Ihnen präsentiert von Transa, Travel und Outdoor und SBB Railway, einem führenden Freizeitanbieter in der Schweiz. Wie viele Facetten hat eigentlich die Schweiz? 5? 20? Oder noch mehr? Kommen Sie doch einfach mit und finden Sie es raus. Nicole Bircher geht für Sie auf Entdeckungsreise. Atemberaubend, inspirierend, spannend. Heute sind wir im schönen Wallis zu Gast. Wir starten den Tag in einem charmanten Bergdorf. Wenn man ein mulmiges Gefühl hat. Das ist normal. Fliegen über das Skigebiet von Leukerbad und treffen auf heimatverbundene Walliser. Das charmante Bergdörfli Albine mit gerade mal 248 Einwohnern liegt im mittleren Rhonetal und ist 6 km vom bekannten Thermalbadeort Leukerbad entfernt. Albine ist umringt von den hochalpinen Gebieten Gemmipass und Torrent. Der hübsche Fleck hier hat den typischen Walliser Bergdorfcharakter bis heute behalten können und gehört zum Inventar schützenswerter Ortsbilder von nationaler Bedeutung. Heute darf ich Sie aus dem schönen Wallis begrüßen. Wir sind hier umringt von Bergen, die zu den höchsten von unserem Land gehören. Und wenn das Wetter mitmacht, und ich denke, das wird es heute auch, dann werden wir nachher dort oben im Torengebiet eine wunderbare Aussicht auf all die 4000er haben. Und im Anschluss gehen wir dann noch beim Dorf Leukerbad vorbei. Wir haben also wieder ganz viel los. Jetzt gehen wir zusammen aber zuerst noch zum Morgenessen, damit wir auch gestärkt sind für den heutigen Tag. Oh, wow, gibt es einen Tee? Ja, einen selber gesammelten. Danke vielmals. Merci. Selber gesammelten Tee? Ja. Ich sammle den noch immer hier in der Umgebung. Kräuter? Ja, Wildkräuter oder nachher nehme ich die Öl vom Gartenhäuser. Einfach alles hier von der Umgebung. Ah, schön. Ja. Meine Idee ist eigentlich leben wie früher, wie die Großmütter. Aha. Wie so mit der Stube zusammen und leben wie früher, die Sachen selber einmachen. Mhm. Und kochen wie früher von Grund auf. So gut. Ob es ein Ragout ist oder was auch immer. Mit einheimischen Produkten. Ja, da haben die Gäste Freude, wenn sie da sind. Ja, das gefällt ihnen. Einfach heute Ruhe und was man so spürt. Und die Stille, ja. Das Urtümliche, wie früher. Ja, genau. Ja, genau. Das Haus hier könnte sicher ganz viele Geschichten erzählen. Die Gottwergisstubu ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. Und man spürt hier innen noch richtig die Nostalgie. Es ist nicht nur ein Beiz, sondern eine Stube, wo man sich einfach wohlfühlt. Weiter geht's jetzt Richtung Leukerbad. Zu der Talstation und dann mit der Torrentbahn darauf. Morgen! Liebe Gäste, ich wünsche einen schönen Tag. Genießt es. Und vor allem habt ihr Sorge und bleibt gesund. Wie weit geht es jetzt? Es geht auf 2350 Meter mit der Gondel. Ja. Noch hätte ich noch einen weiteren Sessellift, der auf 260 geht. Okay. Ja. Das Wetter gut oben? Das Wetter wie üblich, wunderschön, super Fernsicht, also perfekt. Es steht nichts im Weg für einen super Skitag. Hier oben im Torrentgebiet angekommen, genießen wir eine Aussicht auf etliche 4000er. Und es ist der Ursprung von einem Naturphänomen. Das Wasser, das hier in diesem Skigebiet den Boden absickert, fließt bis ca. 500 Meter unter dem Meeresspiegel, sättigt sich mit diversen Mineralien und steigt dann durch die Erwärmung nach ca. 40 Jahren wieder an die Erdoberfläche. In Leukerbad sprudelt somit durch das Naturphänomen täglich 4 Millionen Liter warmes Wasser aus den Quellen. Das Wasser ist zum Teil bis zu 51 Grad warm. Aber zu diesem Thema kommen wir noch später. Schönen Arbeitsplatz hast du. Ich bin ganz gerne hier, ja. Bist du ganz hinten oben? Ich bin ganz hinten oben, ja. Schön, schön. Und wo ist denn der schönste Platz da? Hier in der Bergstation. Wenn die Sonne ist,
ist das wunderbar. Da oben meinst du, gell? Ja. Ja, bin ich vorher schon mal gesehen, aber ich gehe jetzt einen rauf. Schönen Tag wünsche ich. Ciao. Ciao. Bevor wir Leukerbad noch von ganz oben sehen, schauen wir in der Zwischenzeit, was Nicole beim Outdoor-Abenteuer erlebt hat. Ganz am Anfang war es eine spontane Idee. Aus dieser spontanen Idee gab es eine Challenge. Und diese Challenge wird jetzt zum Ziel. Der Werner glaubt nicht, dass Christa und Micho im Schnee übernachten können. Um zu beweisen, dass sie keine Warmduschen sind, haben die zwei einen Übernachtungstrip in einem Iglu geplant. Ich begleite die zwei und schaue, ob so ein ambitioniertes Projekt überhaupt realisierbar ist. So, all ihr Material haben sie jetzt auf zwei Rucksäcke verteilt. Die nächste Aufgabe von Christa und Micho ist es jetzt, einen guten Platz zu finden, wo sie ein Iglu bauen können. Also Feuerzeug habe ich nicht. Habe ich. So eine Üben. Ah, nur das? Mit dem wollte ich im Fall schon Papier anzünden. Papier also, geht fast nicht. Nein. Es gibt Watten. Oder Anzündhilfen. Und die anderen sage ich nicht, wo die Frauen bei mir bei sich haben. Was echt? Das geht auch. Gut. Ja, da merkt man, dass der mich oft improvisieren. Die Aufgabe ist immer noch klar, wir sollen ein Iglu bauen. Allerdings sind wir, glaube ich, ein bisschen skeptisch, was Menge Schnee betrifft. Notfallplan ist einfach irgendwo eine windgeschützte Stelle finden, weil der Wetterbericht sagt, ändert ein bisschen garstiges Wetter. Vielleicht finden wir einen Wächter. Bei einem Wächter könnte man so ein bisschen reinbauen, damit wir schön windgeschützt wären. Inzwischen drückt der Nebel rein und die Temperaturen sinken immer weiter unter Null. Das gibt eine sehr kalte Nacht. Wir gehen noch ein bisschen Schnee suchen. Wenn wir keinen Schnee finden, für uns ein bisschen vor dem Wind schützen, der die Nacht kommen, kommen wir wieder da auf die Seite vom Wind abgewandt. Und, dafür halt keinen Schnee. Kein Schnee, dafür unsere Tarp und Biwaksack und Bäume und was es sonst noch alles gibt. Ausgerüstet mit der Sonde, der Schaufel und mit einer Säge geht es jetzt auf die Suche nach Schnee. Da wäre eine Möglichkeit, dass es flach und ein bisschen windgeschützt. Ich bin gespannt, ob der Schnee da überhaupt reicht. Für einen Iglu brauchst du 46 Blöcke oder irgendwie etwas so. Und keine Chance. Keine Chance. So wie es aussieht, gibt es kein Iglu. Und der Micho wäre nicht der Impro-Micho, wenn er nicht schon eine andere Idee hat. Irgendwo 10 Blöcke raus sagen für einen Klang. Ich habe noch ein bisschen Bedenken, weil ich das Gefühl habe, der Wind ist gleich so nah. So ganz überzogen von dem Platz da ist Christa noch nicht. Auf Wunsch von ihr wird nach weiteren Plätzen gesucht. Insgeheim hoffe ich, dass die zwei sich bald für einen Platz entscheiden. Weil es wird bald dunkel und auch das Wetter wird nicht besser. Ganz im Gegenteil, sie haben für die Nacht Windgeschwindigkeiten von über 100 km pro Stunde gemeldet. Schwierig einzuschätzen wegen dem Wind. Ja. In der nächsten Episode werden wir sehen, ob sie sich für einen Schlafplatz einigen können und auch, ob die Zeit überhaupt noch reicht, um sich einzurichten. Oder machen sie einen Rückzieher und brechen ihr Projekt sogar ab? Zurück im Wallis wartet der Bernhard auf uns. Der Bernhard fliegt schon seit Jahren Gleitschirm. Neben Bauern ist er auch Skilehrer hier oben und fliegt viel mit Gästen im Tandemflug Richtung Leukerbad. Schon alles am Parat machen? Jawohl, das ist für dich. Sehr Hallo, schön. Hi, Bernhard. Der Bernhard, jawohl. Kommt's gut? Sind die Wetterbedingungen gut? Ja, zum Glück wunderbare Sonne. Ja. Der Wind ist im Moment euch. Geht euch. Ist auch gut. Ja, ist nicht starker Wind. Ist es eigentlich anders, im Winter zu fliegen als im Sommer? Nein, es ist einfach kühler als im Sommer. Es hat auch nicht die Thermik wie, es hat vielleicht einen dynamischen Aufwind. Im Sommer kannst du gar die Thermik suchen und dann kannst du wieder steigen wie die Vögel. Okay, länger in der Luft bleiben. Mhm. Im Winter haben wir einfach praktisch nur einen Gleitflug im Moment. Aber es ist schon normal, gell, wenn man ein mulmiges Gefühl hat. Das ist normal. Das ist normal. Das sind jetzt gerade neue Karabiner. Die haben jetzt extra für dir neu drin getan. Und dann Vollgas Richtung Abgrund. Man kann sich das fast nicht vorstellen. Es geht einfach fast 1000 Meter abwärts. Der Wind bläst einem durch die Ohren.
Es ist ein wunderbarer Ausblick hoch über dem Dalatal Richtung Leukerbad. Ich habe richtig Freude, dass ich fliegen mit dir. Ist gut. Zum ersten Mal, wirklich jetzt, wo ich das Gefühl habe, ich kann es geniessen. Das ist flott. Das kenne ich gerne. Bis bald. Merci vielmals. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Gleichfalls. Es war wunderschön in der Luft. Jetzt ist es aber auch wieder schön, Boden unter den Füßen zu haben. Jetzt gehen wir noch das Dorf Leukerbad anschauen. Dort wartet der Werner auf uns. Er hat gemeint, wir sollen einfach vorbeikommen beim Dorfplatz. Der Werner ist in Leukerbad aufgewachsen und kennt die Gemeinde wie seine Hosentasche. Es dampft schon da. Ja, es ist halt schon mit den Temperaturen des Wassers. Ja. Ja, ja. Eben gerade hier über die ergiebigste Quelle, die hier rauskommt. Mhm. Wenn du auf dem Deckel stehst, kannst du sagen, 3,5 Meter unter meinen Füßen kommt die St. Lorenz-Quelle zum Boden. Wie 950 Minutenliter mit 50,4 Grad. Das ist die wärmste Quelle. Im Gesamten sind 35 Quellen hier gefasst und einfach 8 grosse Quellen. Und die geben in rund 24 Stunden 4 Millionen Liter. Und kann man das anlegen? Das kann man schon. Das ist jetzt nicht so warm. Und was ist jetzt das hier dahinter? Das ist Magnesium, Kalk, Schwefel, was einfach das Wasser mitbringt. Und das lagert es einfach ab. Und das wird steinhart mit der Zeit. Hier ist eigentlich das Dorf. Aha. Auch schon Trümmer haben die heilende Wirkung von diesen Quellen hier gekannt. Das Wasser nimmt also auf seinem 40-jährigen Weg an die Erdoberfläche viele Mineralien mit, die sich positiv auf den Körper auswirken. Zum einen ist es entspannend, zum anderen hilft es auch bei Rheuma, Sportverletzungen und unterstützt den Körper, im Gleichgewicht zu bleiben. Mit dem Werner durchs Dorf zu laufen, ist spannend. Wir könnten stundenlang zuhören. Man merkt, dass er mit Leukerbad stark verbunden ist. Jetzt kommen wir hier zur Leukerbad-Therme. Und das ist natürlich ein riesen Bad, wo enorm viele Leute am Abend immer noch profitieren. Also, wenn sie zurückkommen vom Skifahren, weil sie das auch noch geniessen. Ja, das können sie auch. Und dazu gibt es auch noch ein Lichtspektakel. Der Werner hat gemeint, wir sollen den schönen Tag noch ausklingen lassen. Und das macht man im Wallis mit einem feinen Raclette, mit einem guten Weissen und mit einer geselligen Gruppe. Doch gleich hat er lieber einen Arzt gehabt als einen Bauer. Und das lassen wir uns natürlich nicht gehen und verbringen den Abend in einer typischen Walliser Runde. So, jetzt gehe ich langsam heizu. Schön, habt ihr uns auf unserer Reise hier im Oberwallis begleitet. Wir bleiben weiterhin für euch unterwegs. Macht's gut und bis bald. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen von 3 Freizeitgutscheinen von SBB Railway für Snow and Rail Kombi-Angebot Leukerbad oder die Leukerbad Therme. Der Preis beinhaltet die Reise mit dem öffentlichen Verkehr von Ihrem Wohnort hin und zurück und einen Eintages-Skipass oder einen Eintritt fürs Thermalbad. Unsere heutige Wettbewerbsfrage ist, wo ist der Ursprung der warmen Quelle in Leukerbad? Ist er A. auf dem Ofenpass oder B. im Torrentgebiet? Schicken Sie ein E-Mail an landauf-landab@sateis.ch. Teilnahmeschluss ist am nächsten Dienstag. Nächste Woche ist Nicole auf den Spuren von Tradition, Kultur und Architektur.
Wir schauen bei einer Restauratorin vorbei, besuchen das römische Martini. Ja, sehr spannend sogar. Man muss einfach hierher kommen und das alles entdecken. Und erleben die Kunst mal auf eine ganz andere Art. Land auf, Land ab wird Ihnen präsentiert von Transa, Travel und Outdoor und SBB Railway, einem führenden Freizeitanbieter in der Schweiz.